Also, liebe Freunde in aller Welt, willkommen zur Präsentation meines Projektes, das Projekt meiner Person und meiner Frau. Es ist der Kampf für ein Ende der weiblichen Genitalverstümmelung. In meinen Augen das größte Verbrechen der Menschheit, denn es tobt schon seit 5000 Jahren die Gesellschaft gegen die Frauen mit immer noch 6000 Opfern pro Tag. Zunächst möchte ich mich vorstellen, mein Name ist Rüdiger, ich komme aus Hamburg. Dort habe ich 25 Jahre eine Konditorei betrieben. Sie können sich denken, dass mich der Job nicht zufriedengestellt hat. Ich fühlte mich nicht herausgefordert und darum war ich froh, dass ich mich in dem Thema Survival gut auskannte und spannende Aktionen durchziehen konnte. Zum Beispiel diese mit einem massiven Baumstamm über den Atlantik von Afrika nach Brasilien. Auf dem Segel ein Appell an den Staatspräsidenten Brasiliens, den drohenden Völkermord an den letzten freilebenden Indianern, den Yanomami, zu verhindern. Das war eine Fahrt, wo ich mehr U-Boot war als Upboat, mehr Submarine als Upboat. Trotzdem waren solche Aktionen geeignet, das Interesse der Medien zu finden und selbst ein kleiner Mensch wie ich konnte seine Anliegen weltweit zur Sprache bringen. 1977 habe ich mit eigener Karawane die Danakil-Wüste in Äthiopien durchquert. Damals herrschte dort Krieg zwischen Eritrea und Äthiopien und wir wurden Augenzeuge dieser Morde dort. Und trotz aller Grausamkeit, die wir erlebten, erlebten wir auf der anderen Seite die unendliche Gastfreundschaft der Musulmanen, die uns begleiteten. Beduinische, arabische Gastfreundschaft. Und zweimal geschah es, dass wir überfallen wurden und unsere beiden Bodyguards, die Sie hier sehen, sich mit ihren Körpern als lebende Schilde vor uns krallten und den Angreifern sagten, das sind meine Gäste, wenn ihr die töten wollt, müsst ihr durch uns hindurchschießen. Etwas Vergleichbares habe ich in keiner anderen Kultur gefunden. Und damals in jungen Jahren schon gelernt, dass man Islam nicht reduzieren kann auf Terrorismus. Auch Christen wollen ja nicht reduziert werden auf ihren Terrorismus, zum Beispiel die Indianerausrottung, die Inquisition, die Kreuzzüge, sondern lieber auf die wahren Werte wie Nächstenliebe, soziale Verantwortung, die UN-Menschenrechtscharta. Das sind die Werte, für die es sich lohnt zu kämpfen. Nach vielen Jahren bin ich erneut in dieser Danakil-Wüste gewesen, zusammen mit meiner Frau Annette. Und da hörten wir dann von diesem Wahnsinnsverbrechen, weibliche Genitalverstümmelung. Als ich dann hörte, dass 90% der täglichen Opfer Muslimas sind, die übrigens sind Christen und Andersgläubige, habe ich gedacht, wie kann eine Weltreligion wie der Islam sich neben allem Terror auch das noch unwidersprochen in die Schuhe schieben lassen? Und die Idee war geboren, die höchsten Entscheidungsträger des Islam dazu zu bringen, den Brauch zur Sünde zu erklären. Wir suchten dafür Mitstreiter bei deutschen Organisationen, die haben wir nicht gefunden, da mussten wir uns dann anhören, jetzt wären wir ja wohl völlig durchgeknallt, der Islam sei gar nicht dialogfähig, man würde mir die Kehle durchschneiden. Auf Anraten von Amnesty International haben wir dann kurzerhand unsere eigene Organisation gegründet und waren von Feiglingen und Bedenkenträgern unabhängig. Und um jetzt diesen Kampf auch überhaupt gewinnen zu können, brauchten wir Bilder. Daran bestand ein Mangel. Und deswegen zogen Annette und ich wieder in diese Wüste, um mit versteckter Kamera diese Bilder zu machen. Die schlimmen, blutigen Bilder, die zeige ich Ihnen nicht, aber ich will kurz das Verbrechen skizzieren. Mädchen im Alter von 4 Wochen bis hin zur Hochzeit werden irgendwann von ihren Eltern und Verwandten gegriffen, auf die Erde gelegt. Man setzt sich auf die Gliedmaßen und schneidet ihnen ohne Betäubung die Klitoris und die Schamlippen ab, näht mit einer Stopfnadel die Scheide zu, ohne Betäubung, mit aberwitzigen Instrumenten, ohne Kenntnis von Hygiene und Anatomie. Und was ihnen, die Scheide soll zusammenwachsen, was ihnen bleibt, ist eine Öffnung von der Größe eines Reiskornes. Urinieren dauert nun eine Viertelstunde. Wenn Sie Ihre Regel kriegen, quälen Sie sich 2 Wochen. Unvorstellbar, zerstört an Körper und Seele, beraubt ihrer Würde. Das war der Anfang
der sogenannten pharaonischen Verstümmelung. In der Hochzeitsnacht geht's weiter. Der Mann muss sie öffnen. Er hat noch nie eine unbekleidete Frau gesehen. Die Onkels haben ihm gesagt, ach Ibrahim, ist doch kein Problem. Du reibst deinen Penis mit Vaseline ein und dann stößt du hart durch. Und wenn du es nicht schaffst, ist auch nicht schlimm, dann nimmst du das Messer und schneidest sie auf. Das ist pharaonische Verstümmelung. Dabei stirbt ein Drittel der Mädchen. Diese hatte man vor 3 Monaten verstümmelt. Vor Schock hat das Mädchen seine Sprache verloren. Das sind die Verstümmelungsländer, auch einige in Asien. Die meisten sind islamisch regiert. Und wann immer wir Muslime fragten, warum habt ihr das getan, war die meistgegebene Antwort, das müssen wir tun, das steht im Koran. Nichts steht im Koran davon, ganz im Gegenteil. Jeder Gläubige bekennt 5-mal täglich im Gebet, wie einmalig Allah der Schöpfer ist, perfekt, unfehlbar. Aber sie scheinen nicht zu glauben, was sie da beten. Sie unterstellen Allah, ein Pfuscher zu sein, der Frauen falsch geschaffen hat. Und weshalb man sich nun als mickriger Mensch anmaßen könnte, an Frauen rumzuschneiden. Aber nun hatten wir die Bilder. Der erste Mitstreiter war dieser Sultan. Er gestattete uns, seine ganzen Clanführer zusammenzutrommeln zu einer Konferenz. Es gab harte Diskussionen, 2 Tage lang. Aber wir hatten den Gesundheitsminister auf unserer Seite, die höchsten Scheichs auf unserer Seite. Und dann kam die tolle Entscheidung, der Brauch ist gegen alle Menschenrechte, gegen die Religion. Wir müssen ihn verbieten. Als letzter hat der weise Sultan dieses neue Stammesgesetz unterschrieben. Und wenn man Afrika und die Stammesgepflogenheiten kennt, weiß man, nur das hat für diese Menschen Gültigkeit. Und es wurde gefeiert und solche Erfolge hatten wir dann auch in anderen Ländern. Kurzes Beispiel noch, Mauretanien. Dort gestattete uns der höchste Geistliche, der Großmufti des Landes, seine Botschaft, dass es ein Verbrechen ist, auf Fahnen zu schreiben und das nun in die Oasen zu tragen. Wochenlang waren wir unterwegs mit eigenen Kamelen. 100 Fahnen hatten wir dabei. Und wohin wir kamen, wir haben nur offene Ohren, offene Arme und die historische heilige Gastfreundschaft erlebt. Und als wir das Land irgendwann verlassen wollten, sagte der große Gelehrte und Großmufti, Rüdiger, willst du jetzt wirklich alle 35 Länder ablaufen? So viel Lebenszeit wird Allah dir nicht mehr geben. Er hat recht, ich bin 80 und da muss man langsam zur Sache kommen. Und vor allem hatte er eine Idee. Er sagte, wenn es dir gelingt, die 10 allerhöchsten Muslime der Welt an einen Tisch zu bringen, und die erklären den Brauch zur Sünde, dann ist es eine Sünde. Annette und ich flogen nach Kairo in die Azhar-Universität und Moschee, vergleichbar mit dem Vatikan der Katholiken. Und beim Allerhöchsten für theologisches Recht, dem Großmufti, seine Eminenz Professor Dr. Ali Juma, bekamen wir eine Privataudienz. Er hörte sich die Idee an, war begeistert, vor allem als wir ihm garantierten, dass wir das finanzieren würden. Und das machen wir eben über Förderer, die uns unterstützen. Und dann sagte er, ich werde die Konferenz nicht nur moderieren, so wie wir ihn darum gebeten hatten, sondern ich werde die Schirmherrschaft übernehmen. Und das hat er getan. Über Kairo flatterten irgendwann im Jahre 2006 unsere Transparente. Internationale Gelehrtenkonferenz zum Verbot der Verstümmelung des weiblichen Körpers durch Beschneidung unter der Schirmherrschaft des Muftis Professor Dr. Ali Juma. Und alle sind sie gekommen. 100 Bodyguards, aber die höchsten der Welt. In der Mitte der Großscheich von Katar. Der Mann hat Einreiseverbot in Hamburg und im Rest von Europa. Er ist der Verursacher des Dänemark-Streites wegen der Karikaturen, also Männer, die Leben und Tod entscheiden können. Aber eben auch die anderen, links der Großscheich El-Azhar, rechts der Religionsminister, mein Schirmherr, die höchsten der Welt, über denen stelle ich Naivling mir nur noch Vakuum vor und Allah persönlich. Und dann habe ich sie alle begrüßt, es begann die Konferenz und unter unserem Schild am Vorstandstisch von links Großmufti von Ägypten, der Großscheich El-Azhar, der Religionsminister Ägypten, Sonderbotschafterin von Frau Mubarak und Großbäcker Rüdiger Deutschland.
So viel zum Thema, der Islam ist nicht dialogfähig. Wir hatten auch Mediziner geladen, die auf ihre Weise noch mal klar machten, was Schreckliches man Frauen da antut mit der Verstümmelung. Und dann durfte Annette ihren Film zeigen, ungeschönt, Realität. Die Männer hatten feuchte Augen, sie zogen sich zurück hinter verschlossene Türen. Nach nur 2 Stunden hatte man entschieden und eine Fatwa geschrieben, ein Rechtsgutachten. Der Mufti tritt vor die Kameras, verkündet, was man beschlossen hat. Und der wichtigste Satz darin, das war dieser. Weibliche Genitalverstümmelung ist ein strafbares Verbrechen, das gegen höchste Werte des Islam verstößt. Er unterzeichnete die Fatwa. Wir dachten, der Job ist getan, hatten aber die Rechnung ohne unsere Werte gemacht. Denn die Scham, über den Unterleib der Frau zu sprechen, ist stärker geblieben als jeder Verstand. Darum haben wir nachgeschoben. Wir haben die Konferenz dokumentiert in diesem sogenannten goldenen Buch. Eine Predigtvorlage für die Imame dieser Welt. Und weil Ali Goma, der Schirmherr, es so gut fand, das Buch, hat er es mit einem Vorwort gesegnet. Es wird uns aus den Händen gerissen. Wir waren in vielen Ländern, mussten dann Konferenzen veranstalten mit den jeweils höchsten Geistlichen. Und sie lasen das mit Interesse. Einige waren so begeistert, dass sie das Buch geküsst haben. Leider aber haben die meisten nicht den Mut aufgebracht, das nun auch zu verkünden. Über den Unterleib der Frau darf man nicht in der Moschee reden. Nur einige haben den Mut aufgebracht. Sie sind wenigstens in die Universitäten gegangen, auf Marktplätze. Und manchmal haben wir einige mutige Imame gefunden, die tatsächlich in der Moschee darüber gepredigt haben, wie hier. Und dann geht es hinaus über Lautsprecher in die Frauenabteilungen. Und das sind ja die Betroffenen, die werden es verbreiten. Aber mir läuft die Zeit davon. Es sind alles Tropfen auf heiße Steine. Und darum arbeite ich an vielen anderen Strategien, dieses Thema noch durchzukriegen, den Brauch abzuschaffen. Aber meine Nonplusultra-Vision, das wäre diese. Ich möchte die tolle Botschaft der höchsten Geistlichen der Welt verkünden am Geburtsort des Islam, nämlich hier an der Kaaba in Mekka. Nicht an so müden Pilgertag, sondern in der Hauptpilgerzeit, wenn hier 4 Millionen Menschen zusammenkommen, Männer und Frauen, verfeindete islamische Strömungen, dann möchte ich mit all denen und dem saudischen König mein Transparent da oben zwischen die Minarette spannen, wie ich das hier schon mal trainiert habe in der Fotomontage. Leider fehlt mir noch der letzte Kooperator, das wäre der saudische König. Aber ich bin sicher, wenn er davon erführe, würde er mitmachen. Zum einen, um diesen Frauen zu helfen, zum anderen, um der Welt mal zu zeigen, welches die wahren Werte des Islam sind, statt sich ständig vorführen zu lassen von Terroristen als Verbrecherorganisation. Wenn ich das nicht schaffe, dann schaffe ich vielleicht dieses, was in Hamburg schon Premiere hatte, dass wenigstens viele Imame in den Moscheen mitmachen, in aller Welt, und wir unser Transparent dort spannen könnten. Und vielleicht erlebe ich es noch, dass das kleine Mädchen seine Töchter nicht mehr verstümmeln muss. Dann hat sich mein Leben so richtig gelohnt. Und ich möchte appellieren an jeden, der das jetzt gehört hat oder gesehen hat, mitzumachen. Auch nicht mitmachen ist schon eine Mittäterschaft. Wir müssen den Brauch in die Tonne treten, sonst trete ich hier von dieser Bühne noch nicht ab. Und jetzt möchte ich Ihnen abschließend den Entwurf meines Transparentes schon einmal zeigen. Das ist Annette, meine Mitstreiterin, und das ist in allen Weltsprachen, da oben Arabisch, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, im Namen Allahs, des Gnädigen und Barmherzigen. Das muss immer vorweg. Da unten haben wir es dann auch in Deutsch. Weibliche Genitalverstümmelung ist mit dem Koran und der Ethik des Islam unvereinbar. Sie ist Gottes Anmaßung und eine Diskriminierung des Islam. Dankeschön.
Danke schön.